vez llegó yo a ir a ver un día el bicho musico, ¿no? Cantas para el bicho o a Reichstag. Bevor ganze Diskussion anfängt. Und zwar, wir würden ein Lied aus dem Norden Argentiniens spielen, eine Samba, La Bohemia. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie auch im Namen der Elisabeth-Käsemann-Stiftung und der Juristischen Gesellschaft herzlich zum heutigen Symposium begrüßen und Ihnen dafür danken, dass Sie trotz der großen Hitze den Weg zu uns gefunden haben. Ganz besonders begrüßen möchte ich all unsere mitwirkenden Gäste, die Ihnen im Laufe des Abends noch näher vorgestellt werden, namentlich Frau Bundesjustizministerin AD, Professor Dr. Däubler-Gmelin, Herrn Bundesermittlungsrichter Professor Dr. Rafecas aus Argentinien, aus Mexiko
Herrn Professor Dr. Rios Bega sowie von der Deutschen Zentralstelle zur Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen, Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Rommel sowie aus Berlin Frau Dr. Schulz vom Deutschen Institut für Menschenrechte, die die heutige Podiumsdiskussion moderieren wird. Schon die Namen und beruflichen Funktionen unserer hochrangigen Gäste zeigen, dass das heutige Thema internationale Strafverfolgung staatlicher Verbrechen in Deutschland und Lateinamerika nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wissenschaftlich von großem Interesse ist. Für Deutschland, insbesondere mit Blick auf die Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrechen, für Argentinien mit Blick auf die Aufarbeitung von Verbrechen während der Militärdiktatur in den 1970er Jahren und schließlich mit Blick auf aktuelle Ereignisse in Mexiko, wo etwa im Jahr 2014 43 Studierende verschwanden. Dabei war uns Veranstalter natürlich bewusst, dass ein solch umfassendes Thema in einer zweistündigen Abendveranstaltung nicht annähernd in seiner ganzen Bandbreite erörtert werden kann. Dennoch glauben wir, dass das heutige Symposium seinen besonderen Reiz darin findet, dass die Aufarbeitung staatlicher Verbrechen in einen rechtsvergleichenden Kontext betrachtet wird und dabei von den NS-Verbrechen bis zu den heute aktuellen Verbrechen in Mexiko auch unterschiedliche Zeitpunkte und unterschiedliche Rahmenbedingungen der Strafverfolgung in den Blick geraten. Die heutige Veranstaltung stellt einen Ausschnitt aus einer Zusammenarbeit verschiedener Institutionen dar, und zwar im Bereich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Menschenrechtsverletzungen, wobei ein gewisser Fokus auf Lateinamerika liegt. Aus strafrechtswissenschaftlicher Sicht ist etwa auch die Analyse von Friedensprozessen oder Amnestieregelungen sowie vor allem die Konvention der Vereinten Nationen zum Schutz aller Personen vor Verschwindenlassen von Interesse. Diese Konvention haben inzwischen 96 Staaten, darunter auch Deutschland, Argentinien und Mexiko, unterzeichnet. Die Konvention bezweckt die weltweite Implementierung und Etablierung strafrechtlicher Sanktionsmechanismen und fordert in ihrem Artikel 4, dass das Verschwindenlassen von Personen in jedem Staat eine Straftat darstellt. Mit dieser UN-Konvention ist der richtige Weg beschritten. Doch bleibt zu sehen, dass solche Rechtsinstrumente stets in Abhängigkeit von ihrer konsequenten Anwendung stehen, was bei staatlichen Verbrechen, was wir sicher heute Abend noch hören werden, der neuralgische Punkt bleibt. Die Aufarbeitung wie auch die Prävention staatlicher Verbrechen mit Tätern oder Opfern im Ausland, diese stellen ein besonderes Problem dar, weil natürlich das Strafverfolgungsinteresse hier nicht nur in einem Staat besteht. Uns war es außerdem von vornherein ein großes Anliegen, auch Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs mit einzubeziehen. Zu diesem Zwecke hat bereits heute am Vormittag ein juristisches Kolloquium stattgefunden, bei dem dankenswerterweise unsere beiden lateinamerikanischen Gäste nicht nur Impulsreferate gehalten haben, sondern sich mit unseren jungen Juristen intensiv und gewinnbringend über Menschenrechtsfragen ausgetauscht haben. Dabei wurde eindrucksvoll deutlich, dass es eben nicht nur um Rechtsfragen und Strafverfolgung geht, sondern dass dahinter vor allem menschliche Schicksale stehen. Am Ende meiner kurzen Begrüßung bleibt unseren Kooperationspartnern und Unterstützern herzlich zu danken. Insbesondere Frau Staatssekretärin Schopper und Herrn Dr. Krammer vom Staatsministerium Baden-Württemberg, Frau Erste Bürgermeisterin Dr. Arbogast und der Stadt Tübingen, der gemeinnützigen Gesellschaft Engagement Global und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ferner gilt unser Dank der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko, der Evangelischen Akademie Bad Boll, der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Auswärtigen Amt, die alle die heutige Veranstaltung unterstützen. Nicht zuletzt ganz besonderer Dank auch an die Elisabeth-Käsemann-Stiftung als unsere Mitveranstalterin, an deren Vorsitzende, Frau Dr. Weidbrecht, die das Symposium mit großem persönlichen Engagement geplant und gefördert hat, darf ich nun das Wort übergeben. Ich wünsche uns allen einen interessanten Abend.
Vielen Dank, Herr Professor Eisele. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schopper, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dr. Abogast, sehr geehrter Herr Professor Eisele, sehr verehrte Damen und Herren. Sehr herzlich begrüße ich Sie alle zur heutigen Veranstaltung innerhalb der Reihe der Symposien der Elisabeth Käsemann Stiftung, die in diesem Jahr in Nürnberg in Kooperation mit der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien und in Tübingen in Kooperation mit dem Lehrstuhl von Professor Dr. Eisele stattfinden. Die Elisabeth Käsemann Stiftung wurde 2014 von mir gegründet mit dem Anliegen, an staatliche Menschenrechtsverletzungen zu erinnern und die demokratische Kultur in Deutschland, Lateinamerika und Spanien zu fördern. Es ist dem deutsch-argentinischen Kuratorium mit hoher Kompetenz und dem engagierten Beirat der Stiftung zu verdanken, dass dieses Anliegen umgesetzt werden kann. Unsere Arbeit erfordert hohe interkulturelle und diplomatische Sensibilität, denn die Erinnerung und Deutung staatlicher Menschenrechtsverletzungen waren und sind auch heute noch Instrumente politischer und gesellschaftlicher Akteure. Hinzu kommt das Risiko, dass sich der Blick durch nationale Narrative verengt. Gerade dies wird verhindert, wenn wir den nationalen Umgang mit Menschenrechten und Demokratie einmal mit den Augen des anderen betrachten. Die Möglichkeit, unsere Situation von außen wahrzunehmen, bietet enorme Chancen für den Schutz der Menschenrechte und für die Verständigung zwischen den Völkern. Deshalb verstehen wir die interkulturelle Kommunikation über die Bedeutung demokratischer Werte und Menschenrechte als unsere zentrale Aufgabe. Nicht die Kritik steht an erster Stelle, sondern das Verstehen. Als transnationale bildungspolitische Stiftung müssen wir versuchen, unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zuzuhören. Wir müssen unter Einbeziehung des kulturellen und politischen Lebensumfeldes des Gegenübers Verständnis entwickeln für das Handeln oder Nichthandeln des anderen. So können wir in einen von gegenseitiger Achtung und Respekt getragenen Dialog treten. Nur mit diesem Vorgehen werden die nationalen Gesellschaften willig sein, sich über ein so sensibles Thema wie Menschenrechte und Demokratie in ihrem Land auszutauschen und dies als gemeinsames grenzüberschreitendes Ziel zu erklären. Ein wissenschaftliches Forum, wie es heute hier stattfindet, das sachlich und kompetent über die Aufarbeitung staatlicher Menschenrechtsverletzungen und gemeinsame Perspektiven diskutiert, ist für uns ein Weg zu einer globalisierten demokratischen Kultur. Auch unsere deutsch-lateinamerikanisch-spanischen Schulprojekte fördern den Austausch und die Diskussion über die Menschenrechte sowie die Ausübung demokratischer Rechte und Pflichten. Mit der Vergabe von Stipendien unterstützen wir die transnationale Forschung zum Thema Vergangenheitsaufarbeitung in Lateinamerika und Deutschland. Wir freuen uns sehr, mit Frau Prof. Dr. Hertha Däubler-Gmelin, Dr. Christiane Schulz, Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Jens Rommel, ausgezeichnete und international anerkannte Expertinnen und Experten für die Podiumsdiskussion zum Thema internationale Strafverfolgung staatlicher Menschenrechtsverbrechen gewonnen zu haben. Besonders begrüße ich aber unseren profilierten Keynote-Speaker, den argentinischen Bundesrichter Dr. Daniel Rafecas und den Generaldirektor der Interamerikanischen Akademie für Menschenrechte, Herrn Prof. Dr. Rios Vega, die den Weg von Buenos Aires in Coahuila nach Tübingen auf sich genommen haben, um über ihre Tätigkeit und Erfahrungen zu sprechen. Wir danken dem Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Eisele, insbesondere Herrn Christian Trentmann, für seine tatkräftige Unterstützung und der juristischen Gesellschaft für ihre Kooperation und schließen uns dem herzlichen Dank von Herrn Prof. Eisele an unsere Förderer und Unterstützer an. Last not least lassen Sie mich kurz auf den Namen der Stiftung und ihre Namensgeberin Elisabeth Käsemann, meiner Tante, eingehen. Es ist ein Missverständnis anzunehmen, dass die Stiftung sich der Erinnerung und dem Erbe Elisabeth Käsemanns widmet. Die Stiftung ist nach Elisabeth Käsemann benannt, da sich für viele in der deutschen Öffentlichkeit mit ihrem Namen das Leid der Opfer staatlicher Menschenrechtsverletzungen verbindet. Es ist ein Name, der Menschen nicht nur eine Vorstellung davon geben kann, zu was ein Staat fähig ist, sondern vor allem auch, was die Zivilgesellschaft in gemeinsamen Ringen um Wahrheit und Gerechtigkeit imstande ist, über die eigenen Grenzen hinaus zu leisten. Die Ermordung Elisabeth Käsemanns und fast 100 weiterer deutscher und deutschstämmiger Frauen und Männer durch die argentinische Militärdiktatur
bewirkte, dass sich argentinische und deutsche Opferangehörige aus allen Gesellschaftsgruppen, Menschenrechtsorganisationen und Juristen grenzüberschreitend zur Koalition gegen Straflosigkeit zusammenschlossen und dass sie erreichten, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik von deutschem Boden aus die Auslieferung ehemaliger ausländischer Machthaber beantragt wurde. Diese Haltung, dass staatliche Menschenrechtsverbrechen nicht ungestraft hingenommen werden können, ist von zentraler Bedeutung beim Aufbau und Erhalt demokratischer staatlicher Strukturen in einer globalisierten Welt. Es ist mutigen und richtungsweisend handelnden Menschen wie der ehemaligen Bundesjustizministerin Prof. Dr. Hertha Däubler-Melin, wie dem Nürnberger Oberstaatsanwalt Walter Grandpère, den viel zu früh verstorbenen Rechtsanwälten Konstantin Thun und Roland Beckert, und dem heutigen Menschenrechtsanwalt Wolfgang Karlik zu verdanken, dass der Weg für ein solches Verfahren eröffnet wurde. Es verbinden sich mit diesen Ermittlungsverfahren unauslöschlich die Namen vieler weiterer Opfer, unter ihnen Klaus Zieschank, Max Wettengel, dem Bruder unserer Kuratorin Luisa Wettengel, oder Nora Marx, der Tochter von Ellen Marx, die vor den Nationalsozialisten nach Argentinien fliehen musste. Dies ist das Erbe, das die Elisabeth-Käsemann-Stiftung antreten möchte. In gemeinschaftlicher Anstrengung, in gegenseitiger sensibler Achtung, die Bedeutung der Menschenrechte und die Bedeutung demokratischer Werte zu stärken. Es ehrt das Publikum, nun Frau Staatssekretärin Schopper ans Rednerpult zu bitten. Es ehrt das Publikum. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zuerst auch die Gäste aus Südamerika und Lateinamerika begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie, Professor Rafecas, aber auch Professor Rios Vega, hier den weiten Weg hierher gefunden haben. Freut mich auch sehr, Frau Däubler-Melin. Ich meine, ich bin zwar von einer anderen Partei, aber ich habe mich immer bei Ihnen sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, alles, was Sie als Justizministerin gemacht haben. Von daher freue ich mich sehr, dass Sie das auch nicht nur von Ihrem Interesse, was Sie insgesamt an diesem Themengebiet ja auch über Ihre lange Zeit bewirkten, sondern dass ich Sie heute hier auch kennenlernen durfte. Von daher freue ich mich sehr, Frau Bürgermeisterin Abogast, auch Herr Professor Eisele, Herr Oberstaatsanwalt Rommel, Frau Weidbrecht und Frau Dr. Schulz, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, sehr geehrte Studentinnen und Studenten und liebe Tübingerinnen und Tübingerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu dieser Veranstaltung kommen durfte und ein kleines Grußwort sprechen kann, und ich muss auch bald wieder gehen, und es war mir trotzdem so wichtig, hier dabei zu sein, weil mir dieses Thema einfach auch vom Staatsministerium ein ganz, ganz wichtiger Themenkomplex ist. Und dieses Symposium, ein Gemeinschaftsprojekt Bund, Land, Stadt, Schule, Hochschule, Justiz und Zivilgesellschaft, engagierte Studentinnen und Studenten und die Bürgerinnen und Bürger, alle haben sich zusammengetan, um zu so einem Symposium gemeinsam zu den Fragen der Menschenrechte zu arbeiten. Besonders schön finde ich ja wirklich auch mit den entsprechenden Unterstützung aus Lateinamerika und dem Schwerpunkt des heutigen Abends Mexiko und Argentinien, dass dort nochmal die Menschenrechtssituation der Jahre aufgearbeitet wird. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war ein junges Mädchen, wie die Menschen verschwanden in Argentinien, wie die Menschen, wo man drum gefürchtet hat und sie meist das Leben verloren haben. Wir sind die Mütter, die ihre Kinder suchten, noch sehr gut in Erinnerung, und ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur den Punkt, der zentral war, Erinnerung an Menschenrechtsverletzungen von 1933, 1976 und heute, dass man diesen Zusammenhang auch gerade für die Studentinnen und Studenten herstellt. Denn es ist wichtig, wir sind sozusagen noch so als ältere Generation, mich zwar aus einer eigenen Anschauung heraus, aber mit einer unmittelbaren Erinnerungen daran sehr, sehr viel eher dran gebunden und ist auch ein politischer Auftrag, zumindest habe ich immer so verstanden, und ich hoffe, dass dieses Symposium auch mit dazu beiträgt, dass Sie als jüngere Studentinnen und Studenten diesen Punkt auch nochmal einfach aufnehmen. Die Menschenrechte sind universell, sie sind unteilbar und sie sind überall auf der Welt im Grunde entsprechend zu hinterlegen. Von daher freue ich mich sehr, dass dieses Symposium geklappt hat und auch mit so einer hochkarätigen
Besetzung ja wirklich diese Diskussion hier stattfindet. Der offene Austausch zwischen der Politik, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, der gibt uns eben auch die Chance, Lösungen zu finden, damit wir die Welt auch nachhaltiger und gerechter gestalten und diese, wenn es konkret wird, wie wir diese Zielkonflikte auch entsprechend austarieren können. Und mich besorgt es sehr, dass viele Menschen in nicht so offener Gesellschaft leben, wie wir es hier tun und entsprechend die Freiräume da wesentlich eingeschränkter und wesentlich weniger nutzbar sind. Wir haben jetzt die Beispiele immer gehört aus Südamerika, Lateinamerika, aus unserem Land, aber vielerorts sind die Menschenrechte eben in Gefahr. Wir haben sie mit populistischen Strömungen in unserem Land, aber auch in Europa, in USA, in Lateinamerika, für mich auch nochmal erschreckend, im asiatischen Raum, wenn ich mir überlege, wie momentan der Machthaber auf den Philippinen die Menschenrechte mit Füßen tritt, ist es für mich auch nochmal ein Bereich, den wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und in Zeiten, wo Menschenrechte besonders verletzlich sind, wo wir Kriege auf der Welt haben und wo wir Menschen auf der Flucht haben, so viele wie noch nie. Gestern war der Weltflüchtlingstag, wo nochmal daran erinnert wurde, wie viele Menschen überhaupt auf der Flucht sind und in Staaten, die oft freiheitsfeindlicher werden. Von daher nochmal auch der Appell, die Menschenrechte sind das Fundament einer offenen Gesellschaft und mit diesem Austausch, der heute hier stattfindet, werden wir, glaube ich, da auch nochmal einen Impuls dazu setzen und uns da entsprechend da wirklich hoffentlich nachhaltig und im Sinne der Menschenrechte dieser Frage uns annehmen. Und ich hoffe, dass wir dazu einen Beitrag leisten, dass wir diese Menschenrechte, die für mich einfach ein ganz wichtiger politischer Moment sind, die für die es einzustehen gilt, wo immer man auch ist. Wir tun uns hier leichter, in Tübingen tun wir uns leichter, wir tun uns in der Bundesrepublik relativ leicht. Die Nagelprobe entsteht immer dort, wo es dann für einen persönlich gefährlich wird. Und in diesem Blick ist ja auch die Elisabeth-Käsemann-Stiftung gegründet worden. Sie hatten es gerade auch nochmal gesagt und das ist auch das Motiv, wo wir schauen sollten, dass wir hier dafür einstehen, dass es überall auf der Welt eine Möglichkeit gibt, dafür einzustehen, was man politisch will, eine freiheitliche Gesellschaft zu formulieren und diese für diese Freiheit nicht mit dem Leben bezahlen zu müssen. In diesem Sinne ein gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich mich pauschal der Namensbegrüßung von Herrn Professor Eisele anschließe. Ich glaube, Sie waren vollständig, haben alle namentlich erwähnt und ich möchte Sie in meine Begrüßung alle sehr herzlich einschließen, die Sie heute hier sind. Seit Anfang Mai haben wir im Landratsamt die Ausstellung, was damals Recht war, Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht präsentiert. In ihrem Zentrum stehen die Biografien einzelner Betroffener. Einen Schwerpunkt bilden aber auch Informationen über Militärrichter, über ihr Handeln im NS-System und über ihre Karrieren nach 1945, die es auch gab. Zudem nimmt die Ausstellung die lange Debatte über die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer der NS-Militärjustiz in den Blickpunkt. Ergänzt wird diese Schau von einem umfangreichen Begleitprogramm, das sich mit den Ereignissen und der Justiz von damals beschäftigt, aber auch die historische Perspektive in Blick nimmt und Verbindungslinien zur Gegenwart zieht. Das heutige Symposium hier ist ein wichtiger Teil dieses Gesamtprogramms. Es fügt sich hervorragend ein, indem es sich mit ähnlichen Geschehnissen aus der jüngeren Vergangenheit beschäftigt, dabei aber, und das finde ich sehr wichtig, den Blick über die Grenzen sucht. Denn diese Veranstaltung nimmt Vergangenheitsaufarbeitung und Erinnerungskultur in vergleichender internationaler Perspektive in den Blick. Sie soll dazu dienen, unterschiedliche nationale Ansätze im Umgang mit staatlichen Menschenrechtsvergehen zu beschreiben und zu diskutieren. Und ich halte es für einen sehr interessanten, zielführenden Ansatz,
In einer Zeit wie der unsrigen, in der Konflikte und staatliches Unrecht nationale und regionale Grenzen schnell überschreiten und Lösungsstrategien also auch eigentlich nur in internationaler Zusammenarbeit gefunden werden können. Auch im Namen der Universitätsstadt Tübingen darf ich dazu ganz herzlich die profilierten Persönlichkeiten aus Lateinamerika und Deutschland noch mal begrüßen, die mit ihren außerordentlichen Erfahrungen in der wissenschaftlichen, juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung in Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur zu diesem Symposium beitragen. Und natürlich erinnert diese Veranstaltung auf würdige Weise auch an Elisabeth Käsemann und ihr soziales und politisches Vermächtnis, an ihren Einsatz, den sie schließlich mit dem Leben bezahlt hat. Ich fand es aber schön, dass Sie auch den Namen der Stiftung und die Ziele der Stiftung noch mal in den übergeordneten Kontext eingeordnet haben. Der Fall Elisabeth Käsemann ist aber durchaus ein exemplarischer Fall für das verbrecherische Fehlverhalten von staatlichen Herrschafts- und Justizsystemen und für die oft mangelhafte und äußerst langwierige Aufarbeitung solchen Fehlverhaltens, gerade wenn die juristische Aufarbeitung grenzüberschreitend verläuft. Dieses Symposium erinnert uns also auch an die Aufgabe des Staates. Wir haben die Aufgabe, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft die pluralistische Verfasstheit unserer Gesellschaft zu bewahren, immer wieder auch die demokratischen Spielregeln ins Gedächtnis zu rufen und damit das demokratische Zusammenleben zu stärken. Und vor allem uns als Kommune sehe ich hier durchaus in der Pflicht. Bei uns in den Städten und Gemeinden werden die Grundlagen für ein friedliches, tolerantes und demokratisches Miteinander gelegt. Schon in unseren Kitas und in unseren Schulen, darüber hinaus in ungezählten Vereinen, Einrichtungen und Institutionen, werden Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen pädagogischen Konzepten dazu angeleitet, friedlich miteinander umzugehen, Unterschiede anzuerkennen, unterschiedliche Meinungen und Persönlichkeiten aushalten zu lernen und zu akzeptieren. Und ein sehr gutes Beispiel für diese Form von Bildungsarbeit liefert die Elisabeth-Käsemann-Stiftung selbst. Sie führt alljährlich ein deutsch-lateinamerikanisches Schulprojekt durch. Lateinamerikanische und deutsche Schülerinnen und Schüler entwickeln dabei ein Ausstellungskonzept zum Thema Menschenrechte, bedienen sich digitaler Kommunikationsmöglichkeiten, erfahren dabei auch einiges über interkulturelle Kommunikation und zeigen die Ausstellung anschließend in öffentlichen Einrichtungen im Land der Partnerschule. Im kommenden Schuljahr 2017/18 werden das Tübinger Wildermuth-Gymnasium und die Pestalozzi-Schule in Buenos Aires eine Ausstellung zu einem Artikel aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte konzipieren, zum Beispiel zum Recht auf Information, zum Recht auf freie Meinungsäußerung oder zum Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dabei werden Sie sich mit der Bedeutung und dem Stellenwert dieses Menschenrechts in Vergangenheit und in Gegenwart auch in Ihrem eigenen Land auseinandersetzen und dann in vergleichender Perspektive in der Ausstellung die Geschichte dieses Artikels in der Zeit autoritärer Herrschaft, aber auch in der Gegenwart präsentieren. Ich bin überzeugt davon, dass je früher Menschen zu einer toleranten Haltung und zu einem Bewusstsein für die Menschenrechte erzogen werden, desto geringer ist die Gefahr, dass sie später das tun, was wir leider nach wie vor allzu oft und in allen Regionen der Erde erleben. Andere Menschen zu Opfern machen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, einer anderen Religionsgemeinschaft angehören oder eine andere politische Meinung vertreten oder weil sie einfach irgendwie stören. Demokratieerziehung ist und bleibt eine vordringliche Aufgabe für uns alle. Und gerade der Blick in die Vergangenheit liefert hier manch eindrückliches und lehrreiches Beispiel auch für das Versagen von staatlichen Einrichtungen und Strukturen. Insofern bin ich dankbar, dass die Elisabeth-Käsemann-Stiftung mit diesem Symposium auf ihre Weise an diesem Thema weiterarbeitet und es wissenschaftlich fundiert in die Öffentlichkeit bringt. Ihnen und allen anderen, die jetzt auch durch aktive Teilnahmen, durch Organisation dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung heute und alles drumherum stattfinden kann, möchte ich sehr herzlich danken. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen anregenden, gedankenreichen Abend. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
Und ich darf jetzt das Wort übergeben an Herrn Dr. Rafecas, Bundesermittlungsrichter und Professor aus Argentinien, der die Keynote sprechen wird. Muy buenas tardes. Para mí, como magistrado y docente universitario argentino, es un verdadero honor estar aquí frente a todos ustedes. Quiero agradecer especialmente a Dorothee Weibrecht de la Fundación Elizabeth Kasemann y a todos los coauspiciantes y a las autoridades, colegas, como el profesor Aizele, de esta prestigiosa casa de estudios, por concretar este evento que, como ustedes se imaginarán, es de enorme importancia también para nosotros al estar en contacto con la experiencia y los actores del caso de la justicia alemana. Bueno, en mi caso voy a hacer entonces una presentación en donde, como primera aproximación, intentaré brevemente introducir los antecedentes políticos e históricos del caso argentino, para luego también brevemente describir lo que ha sido el terrorismo de Estado en mi país, especialmente durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. Y finalmente voy a exponer los progresos que hemos logrado en la justicia argentina desde 2005 aproximadamente hasta hoy, con relación al enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En primer lugar, entonces, lo que quisiera señalar es que la historia de los sucesos que tuvieron lugar en mi país debemos enmarcarlos durante la segunda mitad del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría, esa dialéctica entre dos modelos absolutamente antagónicos de sociedad, un modelo capitalista, un modelo frente a un modelo socialista. Latinoamérica y Argentina, en particular, fueron también una suerte de teatro de operaciones para esta tensión durante todas estas décadas. Y en mi país, por lo menos desde hacía ya un siglo, existía y existe, digamos, grupos concentrados, elites, lo que se llama el establishment, ¿no? Fuerzas poderosas, económicas, políticas, militares, religiosas, que han pugnado siempre por imponer el modelo de país, para decirlo de alguna manera, occidental, cristiano, antiliberal, autoritario, reaccionario, de privilegios y con enormes sectores de la población marginados o excluidos, ¿no?, de la comunidad nacional. De esta manera, durante la segunda mitad del siglo XX, esto es lo que explica que en mi país, entre 1930 y hasta 1976, tuvimos 7 golpes de Estado sucesivos. Y eso es lo que explica que la mayor parte del siglo XX, en mi país, la Argentina, vivimos más tiempo
en contextos autoritarios que en contextos democráticos. A lo largo de estos golpes de Estado, de estos periodos autoritarios en mi país, 1930, 1943, 1955, 1966 y finalmente 1976, en estos contextos, en estos periodos autoritarios, las élites políticas y militares ensayaron distintas estrategias para lidiar con lo que ellos consideraban un problema. El problema, desde la perspectiva del poder político y económico, eran las organizaciones políticas, sindicales, universitarias, de izquierda. Eran vistos como enemigos. Y entonces exploraron distintas estrategias para intentar solucionar ese problema. Leyes penales especiales, proscripción de partidos políticos y de sindicatos, la reintroducción de la pena de muerte en el Código Penal para delitos políticos, la creación de tribunales penales especiales para la persecución de delitos políticos, cárceles especiales para ellos, para ser segregados, incluso la organización o el armado de unidades paramilitares a mediados o a principios de los 70. Bueno, nada de esto, ninguna de estas estrategias, desde la mirada de las élites y del poder político y económico de los estados autoritarios, ninguna de estas estrategias funcionó. Las organizaciones de izquierda resistían, incluso tenían brazos armados de resistencia, y seguían plenamente vigentes a mediados de los años 70. El 24 de marzo de 1976, cuando irrumpe la dictadura de la Junta Militar de Videla y Massera, se va a poner en marcha en mi país un plan de solución final, un plan de Endlösung, de este problema que ellos advertían, este problema de la cuestión de la izquierda en la Argentina, de la resistencia de la izquierda en la Argentina. Ese plan de solución final, fríamente planificado y ejecutado, consistía en un programa de exterminio físico, de aniquilación física, de todos los integrantes de estas organizaciones militantes de izquierda y de todos los integrantes de los organismos que desde los sindicatos, desde la política, desde los intelectuales, desde las universidades o colegios secundarios, apoyaban a estas organizaciones de izquierda. Aquí entonces se va a iniciar lo que ha sido para mi país la página más negra en toda nuestra historia. Se desencadena el mal absoluto. Por supuesto, para llevar adelante este plan de exterminio criminal, la dictadura, aprendiendo y mejorando las experiencias de crímenes masivos anteriores, incluyendo la del nacionalsocialismo, decidió pasar a la ilegalidad o a la clandestinidad todo el aparato bélico y de fuerzas de seguridad del Estado, y desde la clandestinidad, desde la ilegalidad, se ejecutó este programa de exterminio. Lo que concretamente hoy sabemos es que en todo el país, en todas las grandes ciudades de mi país, en aquel momento, 1976, van a emerger 500, al menos 500 recintos, 500 centros clandestinos
de secuestro de víctimas para ser sistemáticamente torturadas, especialmente mediante los shocks eléctricos, pero también mediante otras maniobras como el colgamiento en suspensión o el simulacro de fusilamiento, con el objetivo de arrancarles a las víctimas confesiones, datos, información de inteligencia, para así alimentar la maquinaria represiva con más y más secuestros. Estos centros clandestinos de detención y tortura, muchos de ellos conocidos, el Vesubio, por ejemplo, donde estuvo cautiva Elizabeth Kasemann, o el Olimpo, o la ESMA, o la Perla, o Mansión Seré, muchos otros que han sido conocidos incluso internacionalmente. Hoy sabemos que en todos ellos, y de modo sistemático, todas las víctimas que ingresaban a estos centros eran sometidas inmediatamente a un proceso de deshumanización. Es decir, las víctimas, en el orden de las 30.000 que fueron llevadas en estos años, 76-77, a estos centros clandestinos, dejaron de ser personas. Eran completamente deshumanizadas, no podían decir su nombre, no podían hablar día y noche, estaban siempre encapuchadas, siempre esposadas, sometidas a un perverso método de subalimentación y de pésimas condiciones de alojamiento y condiciones sanitarias. Y desde los centros clandestinos se decidía la vida o la muerte de las víctimas, mediante básicamente dos métodos sistemáticos de exterminio. La mitad de ellos aproximadamente fueron víctimas de los llamados vuelos de la muerte, que consistían en subir a las víctimas condenadas a muerte, semi-inconscientes, a un avión militar, trasladadas 400 kilómetros, 300 millas, al interior del océano, y allí arrojadas, aún vivas, al mar, para nunca más aparecer sus restos. Un método secreto, un método muy eficiente de exterminio, ya que a 35 años de aquellos acontecimientos, o a 40 años de aquellos acontecimientos, prácticamente el 90% de las víctimas de los vuelos de la muerte nunca fueron hallados sus restos. Y solamente un número marginal, por errores operativos de los perpetradores, fueron enterrados como NNs en los cementerios de la costa argentina. Y semanalmente, hasta el día de hoy, los antropólogos forenses van revelando las identidades de esos desaparecidos cuyos restos fueron encontrados. El otro método fueron los fusilamientos masivos en las afueras de las grandes ciudades, inspirados en los Einsatzgruppen, que tuvimos como antecedente en el Frente Oriental a partir de 1941, unidades que masivamente fusilaban unas docenas o decenas de víctimas también condenadas a muerte. Bueno, ese fue el destino de Elizabeth Kasemann en 1977, junto con una docena de otras víctimas. Y de esta manera, un número aún no precisado de estas 30.000 personas que fueron desaparecidas, fueron asesinadas o están desaparecidas. Bien.
Una vez que la dictadura concluyó en 1983, se llevó adelante un muy importante juicio oral y público en 1985, que, salvando las distancias y en otra escala, fue una suerte de juicio de Núremberg doméstico para nuestro país, en donde se juzgaron a la jerarquía, la máxima jerarquía de las juntas militares, incluyendo a Videla y a Massera. Ese juicio terminó en largas condenas para casi todos ellos. Y la idea era luego continuar el enjuiciamiento con relación a los mandos medios y también a los ejecutores directos, por supuesto, incluyendo los torturadores, por ejemplo. Bueno, a partir de ese entonces, la corporación militar directamente implicada en estos crímenes se alzó contra el Estado Democrático, lo extorsionó, amenazó con tomar las armas nuevamente ante la amenaza de los juicios, y fue así que la clase política de aquel entonces, 1986, capituló frente a la corporación militar, se sancionaron leyes de impunidad, y esas leyes de impunidad luego fueron reforzadas por indultos firmados por el presidente Menem en 1989 a los pocos militares que había condenados. Y es así que en mi país, entonces, de modo parecido al de Alemania, se abrió un paréntesis, una era de impunidad, de olvido, y que fue aprovechada por los perpetradores, sus cómplices y sus continuadores para establecer también y difundir discursos relativistas o negacionistas del terrorismo de Estado. Este periodo, que va de 1987 hasta 2001, se caracterizó porque los organismos de derechos humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros referentes, no tuvieron otra alternativa que acudir a la escena internacional para procurar la justicia que mi país no le estaba brindando. De este modo, se abrieron, durante los años 90, se abrieron causas penales en Madrid, en Roma, en París y también aquí en Alemania, en Núremberg, con relación a crímenes cometidos en Argentina. Esta experiencia fue muy importante porque generó una presión internacional, de la comunidad internacional, sobre Argentina, para que finalmente Argentina desista de continuar con este dique de impunidad y finalmente acceda a abrir las investigaciones. Fue así que en el año 2001 un juez federal tomó un caso aberrante de torturas, detuvo a un torturador de propia mano y declaró inválidas esas leyes y esos indultos. Ese caso, que fue el caso Simón, en 2005 llegó a la Corte Suprema de Justicia de mi país y fue el que cambió toda la perspectiva relacionada con esta cuestión. Este fallo de 2005 de la Corte Suprema de Justicia terminó reconociendo la regencia, la superioridad del derecho de gentes
de la costumbre internacional, del precedente del juicio de Núremberg, y sostuvo un lema que tiene que ser denominador común para todos los casos de crímenes masivos cometidos desde el Estado. Frente a crímenes de lesa humanidad, deben removerse todos los obstáculos materiales y jurídicos para proveerles verdad y justicia a las víctimas. Fue así que la Corte en Simón, en el año 2005, declaró inconstitucionales las leyes de impunidad y los indultos, luego también los indultos a los militares. Bien, entonces, a partir de este fallo, se ha desencadenado en mi país, desde el 2005 hasta la actualidad, en estos 12 años, un remarcable proceso de investigaciones, de apertura de causas penales en todas las grandes ciudades de mi país, de investigaciones, de detenciones, de juicios orales y públicos, que han llevado que al día de hoy se contabilizan 1.500 autores de todos los niveles de jerarquías bajo proceso, de los cuales alrededor de 800 ya están condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Voy a compartir con ustedes, en el tiempo que me resta, algunas características de estos procesos. Para ello me voy a situar en el punto 4 de la disertación. En mi caso particular, yo estoy a cargo en una corte federal en la ciudad de Buenos Aires. En mi caso particular, en estos 13 años de trabajo, ya hemos enviado 250 acusados a juicio, de los cuales aproximadamente 100 de ellos ya están condenados. Estos procesos se han caracterizado por ser llevados adelante por los jueces previstos en la Constitución. Aquí no se han creado tribunales penales especiales, ni son jueces militares. Son los mismos jueces que investigamos lavado de dinero o delitos de drogas. Estos procesos, además, se caracterizan porque se aplican y se condena por los delitos que estaban vigentes al momento de los hechos. Básicamente, de acuerdo al Código Penal argentino, en 1976 estaban tipificados los delitos de torturas y de detenciones ilegales. Y por lo tanto, no hay condenas por desaparición forzada de personas, por ejemplo, ni tampoco por el delito de genocidio, que no está tipificado en la legislación interna de nuestro país. Otro aspecto interesante es que, por ejemplo, pese a que ha habido decenas de miles de homicidios, es excepcional la condena por estos delitos debido a la falta de pruebas suficientes en los casos particulares. Así, también hay que señalar que, así como tenemos 1.500 personas procesadas, también estos procesos han marginado y absuelto a unos 300 de ellos por falta de prueba u otras razones similares. Puede decirse que los procesos judiciales de la última década han liderado un sano proceso de memoria, verdad y justicia que ha contribuido fuertemente al repudio de la cultura autoritaria tan arraigada en mi país a lo largo del siglo XX.
y al mismo tiempo al afianzamiento de los valores democráticos. En la parte final de mi exposición quisiera compartir con ustedes algunas similitudes y algunas diferencias entre lo que fue el caso alemán y el caso argentino en materia de juicios. Y también en materia de hechos que tenemos que analizar. En cuanto a los hechos que tenemos entre manos los jueces en ambos casos, obviamente el punto de partida es que han sido crímenes masivos cometidos desde el Estado, ¿no? Y este es un punto muy sólido de coincidencia entre ambos casos. Por otra parte, el proceso de irrupción de los centros clandestinos argentinos es llamativamente similar al del primer periodo de represión política del nacionalsocialismo, desplegado entre enero del 33 y hasta el fines del 34, cuando se acondicionaron cientos de recintos para alojar ilegalmente perseguidos políticos, en especial comunistas, en el caso alemán. Otro punto central de coincidencia es esta cuestión de la deshumanización inmediata y sistemática como característica central de los circuitos de secuestro de víctimas. Por otro lado, el interrogatorio bajo torturas del caso argentino, al menos en parte, está inspirado en las prácticas de la Gestapo en la era del nacionalsocialismo. Otra coincidencia es que en ambos casos las órdenes criminales fluían a lo largo de largas cadenas de funcionarios dispuestos a impulsar hacia abajo esas órdenes criminales hasta llegar a los ejecutores directos. Pienso, por ejemplo, en la Reichssicherheitshauptamt, ¿no? En la Oficina Principal de Seguridad del Reich, como un ejemplo muy claro de estas largas cadenas de funcionarios que tenían a Adolf Eichmann en el centro, ¿no? Como Obersturmbannführer o teniente coronel. Exactamente igual era en el aparato de poder desplegado ilegalmente en el caso argentino. Bueno, los métodos de exterminio, por supuesto, en ambos casos han sido organizados, planificados, diseñados y aplicados sistemáticamente para todas las víctimas. Y por último, una cuestión interesante, que en ambos casos reinaba una combinación de engaño y terror en dosis similares, tanto en las prácticas del nacionalsocialismo respecto de las víctimas, de los cautivos, como de los perpetradores argentinos respecto de las víctimas, con el objetivo en común de paralizar a las víctimas, de impedir toda organización de resistencia. Bien, veamos algunas diferencias en un caso y en otro. Bueno, en primer lugar, la escala de los crímenes en términos de cantidad de víctimas son ciertamente lejanas, ¿no? Estamos hablando de millones en el caso de la era del nacionalsocialismo y aquí estamos hablando de decenas de miles, al menos en lo que es secuestros, torturas y asesinatos. Luego, es cierto que en el caso argentino tenemos también al menos medio millón de personas desplazadas que partieron al exilio externo o también al llamado exilio interno, ¿no? Una segunda diferencia es que en el caso de Alemania, bueno, el factor de odio racial
condujo al exterminio de, como sabemos, millones de víctimas judías, pueblos sinti y Roma, etc. Esto no estuvo presente, el odio racial no estuvo presente en el caso argentino, que tuvo casi exclusivamente un móvil político en la persecución. La otra diferencia interesante es que el sistema de campos de concentración, Concentrationslager, en el caso del nacionalsocialismo, era absolutamente público. Es decir, se sabía de la existencia de los campos, incluso durante buena parte de la era del nacionalsocialismo, los KL, las noticias salían en los diarios y era algo, digamos, utilizado por la maquinaria de propaganda del régimen. Esto no fue así en absoluto en el caso argentino. Los recintos de cautividad eran secretos y eran clandestinos. Y por lo tanto, no, acá hay una. Esto, con relación a lo público, a la publicidad, esto es una clara diferencia en ambos casos. Bien, y ahora. En los 5 minutos que me restan, quisiera hacer también trazar algunas diferencias, algunas similitudes y algunas diferencias respecto de los procesos de justicia entre Alemania y Argentina. Entre las similitudes de los procesos de justicia, primero se advierte que en ambos casos nuestros países se han tomado un tiempo considerable para decidirse a iniciar estos procesos de justicia criminal respecto de estos crímenes, ¿no? En el caso de Alemania, a partir del juicio de Ulm en 1958 y el juicio de Auschwitz a partir del año 62 o 63. En el caso de la Argentina, a partir del caso que yo les contaba, Simón, recién en los 2000. También son similares las estrategias de impunidad durante ese lapso, ¿no? Previo al inicio de los juicios, con leyes de prescripción, con amnistías encubiertas, con discursos dominantes de olvido y de reconciliación, etc. La otra similitud es que en ambos casos los juicios son llevados adelante por jueces profesionales y de la Constitución. Y en ambos casos, tanto fiscales como jueces se han mostrado y se siguen mostrando, aquí está el profesor Rommel, el fiscal Rommel, en ambos casos se han mostrado y siguen mostrando, nos seguimos mostrando muy respetuosos de las garantías del proceso con relación a estos imputados y sus defensas. Algo que ciertamente no tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado en uno y en otro caso. Los juicios han alcanzado a una notable cantidad de imputados, tanto en un caso como en el otro. Los juicios en ambos casos han tenido amplia repercusión pública y se insertan en políticas públicas más amplias que procuran tener una mirada honesta sobre el pasado reciente de violencia estatal y extraer las garantías de no repetición. Los procesos allí y aquí gozan de amplio apoyo de la opinión pública y de la clase política, o por lo menos de los partidos democráticos, y en ambos casos han alcanzado a todo tipo de partícipes, ¿no? Desde los máximos responsables, pasando por mandos medios, hasta ejecutores directos y cómplices. Esporádicamente se han visto juzgado también cómplices civiles, como empresarios o funcionarios civiles, pero en ambos casos han sido la excepción. Bueno, y en cuanto a las diferencias entre el caso los juicios argentinos y los juicios alemanes, teniendo en cuenta la escala de los crímenes, ¿no? Millones de víctimas en un caso, decenas de miles en el otro,
El caso argentino parece haber logrado un mayor ímpetu en términos de avance contra la impunidad que en el caso alemán, a partir de la cantidad comparada de sometidos a proceso, ¿no? 6.000 contra 1.500 aproximadamente. El promedio de penas, esto es interesante, el promedio de penas impuestas también es notablemente mayor en el caso argentino que en el alemán. En gran medida, esto se explica por la aplicación desde el juicio de Ulm, en Alemania, de teorías diferentes en torno de la condición de autor de los crímenes, que llevó en Alemania a un trato privilegiado en muchísimos casos, en la aplicación de la llamada teoría subjetiva. Otra diferencia es que en la Argentina el activismo de los sobrevivientes, de los representantes de las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos, ha sido la clave, ¿no?, la llave maestra en la evolución y sostenimiento en el tiempo de los procesos judiciales en la Argentina. No parece haber sido así en el caso alemán, donde el impulso se sostuvo especialmente a partir de la labor de los fiscales especializados en estos asuntos y de otros funcionarios públicos. Bien, a modo de conclusión, para terminar, podemos señalar que la Argentina ha sido un claro ejemplo de cómo desde la comunidad internacional se generaron las condiciones necesarias para que las autoridades políticas y judiciales de mi país se decidan a sentar las bases para proveer verdad y justicia penal frente a crímenes masivos de lesa humanidad. Como lo demuestra el caso argentino, esta ha sido la única vía para no terminar coronando con el triunfo los objetivos de olvido, negación e impunidad diseñados por los perpetradores y sus continuadores respecto de los crímenes cometidos. En este sentido, quizás la mayor enseñanza que ha dejado el caso argentino y que yo quisiera compartir con todos ustedes esta tarde, es que cuando se iniciaron estos procesos, allá por 2004-2005, cuando yo asumí mi cargo de juez federal, la opinión pública tenía una mirada distante e indiferente sobre este tema. Lo veían como algo que no era prioritario. Es decir, que la decisión judicial y también política del gobierno de ese momento de impulsar estos juicios era contramayoritaria en ese momento. Pero a medida, esta fue nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, a medida que avanzaron las investigaciones y los juicios fueron ventilados en los medios masivos de comunicación, por primera vez en nuestra historia, la sociedad civil se enfrentó cara a cara con el mal absoluto y supieron de los vuelos de la muerte, supieron de las violaciones sistemáticas, supieron del robo de niños, de los cuales hasta el día de hoy 400 de ellos no sabemos quiénes son y los seguimos buscando. Supieron de los fusilamientos masivos como el que sufrió Elizabeth Kasseman. Supimos del saqueo de bienes y de todas las características del terrorismo de Estado. Esta circunstancia hizo caer en la cuenta a la sociedad de mi país acerca de la gravedad y extensión que tuvo el mal absoluto entre nosotros, y desde entonces el apoyo de la ciudadanía
A estos juicios se hizo constante y evidente, en especial entre las nuevas generaciones. En especial entre las nuevas generaciones, como veo que aquí también están presentes, y me alegra. Hoy en día, los procesos de verdad y justicia judiciales en mi país están fuera de la discusión política. Son intocables. Cuentan con el apoyo irrestricto de la sociedad civil, de la comunidad internacional, y forman parte del contrato social de los argentinos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Eine kurze Zwischenfrage. Funktioniert bei jemandem der Ohrkopfhörer nicht? Dann würde ich gleich nochmal eins, zwei, drei. Ich komme nochmal rum, bitte mir ein Zeichen geben. Hier. Nun vor der Podiumsdiskussion ein Lied aus Argentinien von der Komponistin Teresa Parodi. Das Lied heißt Pedro Canoero. Sobre la canoa se ve.
Die Mikros sind beide an. Kurze organisatorische Fragen, vielleicht auch zum Überprüfen, ob die Kopfhörer funktionieren und die Übersetzung, weil... Ich spreche mal kurz zwischenrein. Ja, das geht auch. Wir warten hier noch kurz, um zu schauen, ob auch hier die Technik funktioniert. Ja, wunderbar, sehr schön. Dann... Okay. Und gleich auch noch der Hinweis, dass wir Sie bitten, die Kopfhörer nach Abschluss der Veranstaltung hier unbedingt bitte abzugeben. Das wäre, ich kenne das von anderen Veranstaltungen, wo Wochen später noch nach den Kopfhörern gesucht wird. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu der Podiumsdiskussion. Hier noch im Anschluss an die Ausführungen von Professor Rafekas. Vielleicht doch noch mal zwei Worte zur Begrüßung zu diesem Podium hier. Es geht um die internationale Strafverfolgung in Lateinamerika und Deutschland. Und die Gäste wurden jetzt alle schon vorgestellt. Aber ich möchte doch noch mal zwei Worte zu jedem Gast sagen, warum wir in dieser Runde hier eben sitzen. Ich freue mich sehr, dass Professor Däubler-Gmelin hier bei uns sitzt. Frau Professor Däubler-Gmelin hat als Bundesjustizministerin maßgeblich dazu beigetragen, dass das Römische Statut ratifiziert wird und der Beitritt der Bundesrepublik zum Internationalen Strafgerichtshof, das ist sozusagen einer der vielen Anlässe, die hier aber erwähnt werden sollen. Und herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei uns sein können. Dann. Unseren argentinischen Gast, Professor Rafekas, haben Sie gerade eben schon kennengelernt. Vielleicht auch hier nur noch kurz ein Satz. Professor Rafekas ist unter anderem eben auch als Ermittlungsrichter in den Fällen der deutschen Opfer von Verschwinden lassen, Folter und Tötungen, die Frau Dr. Dorothee Weidbrecht einführend schon angesprochen hatte, tätig gewesen. Deswegen auch hier ein besonderer Dank und die Beziehung eben zu Deutschland und zu diesem Podium. Schön, dass Sie hier heute bei uns sein können. Auch ein weit gereister Gast aus Mexiko, Professor Rios Vega. Schön, dass auch Sie heute bei uns sein können. Sie wurden vorhin ebenfalls schon vorgestellt. Hier vielleicht noch kurz die Anmerkung, dass Sie aus einem Bundesstaat kommen, aus Coahuila, einem der nördlichen Bundesstaaten Mexikos, und dort per se tagtäglich seit vielen Jahren mit Gewaltverbrechen, mit Opfern von Verschwinden lassen zu tun haben. Sie sind dort Professor auch an der Universität und waren Teil eines Art runden Tisches zwischen staatlichen Institutionen und Opferverbänden, um zur Aufklärung beizutragen, was mit den Opfern von Verschwinden lassen passiert ist. Herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei uns sein können. Und den leitenden Oberstaatsanwalt Jens Rommel begrüße ich hier ebenfalls herzlich. Sein Bezug zu Argentinien ist, dass er in der praktischen Arbeit vor Ort war, nämlich in der Einwanderungsbehörde in Argentinien, nach möglicherweise deutschen Tätern, die nach Argentinien ausgewandert sind, gesucht hat. Er ist also nicht nur als Direktor der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hier, sondern hat eben auch aus seiner praktischen Arbeit einen direkten Bezug zu Argentinien. Schön, dass Sie hier heute bei uns sind. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit steige ich direkt ein mit ganz konkreten Fragen an die jeweiligen Expertinnen auf dem Podium. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Professor Däubler-Gmelin. Die Fragen der Aufklärung und strafrechtlichen Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihr Leben. Noch als Studentin oder schon als Studentin haben Sie Generalstaatsanwalt Fritz Bauer nach Berlin eingeladen. Fritz Bauer, über den es hier übrigens auf der gleichen Ebene eine Ausstellung zu sehen gibt, hier in den Räumen der Universität, war ja die Schlüsselfigur für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Und er hat in den 60er Jahren gesagt,
dass die neue Bundesrepublik trotz ihrer rechtsstaatlichen Verfassung ohne eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Nazizeit und ihren Verbrechen keine dauerhaft stabile soziale und vor allem keine gerechte Ordnung entwickeln könne. Die Verdrängung verhindere Gerechtigkeit und damit einen dauerhaften Neuanfang. Sie haben als Juristin, Bundestagsabgeordnete, Bundesjustizministerin aus unterschiedlichen Perspektiven eine Vielzahl von Hindernissen in der Aufklärung oder gar strafrechtlichen Verfolgung von NS-Verbrechen wahrgenommen. Was waren denn die zentralen Schwierigkeiten, die Ihnen hier besonders erwähnenswert sind? Vielen Dank, Frau Dr. Schulz. Darf ich zwei Worte auch des Dankes vorwegschicken? Ich werde es nicht lang ausdehnen, aber ich freue mich sehr, dass also die Elisabeth-Käsemann-Stiftung zusammen mit der Universität und allen Kooperationspartnern hier solche Akzente setzt. Und wenn ich hier betone, dann meine ich nicht nur die Universität, weil Professor Eisele und alle Anwesenden werden mir ja zustimmen. Als ich zum Beispiel Anfang der 60er Jahre angefangen habe zu studieren, da war von dem, was Herr Eisele hier gerade sagte, natürlich überhaupt nicht die Rede, sondern damals war man der Auffassung, die Nürnberger Tribunale, ob das überhaupt Juristerei oder Siegertätigkeit gewesen sei, sei sehr zweifelhaft. Und jetzt bin ich noch freundlich. Und im Übrigen war man der Meinung, dass der Staatsterrorismus ja schon gar nicht mit Hilfe der Richterinnen und Richter oder der deutschen Justiz gemacht worden sein, sondern es seien vielleicht Einzelne gewesen. Eine der wenigen Figuren, die das nicht so gesehen haben, war in der Tat Fritz Bauer. Hier in Baden-Württemberg hatten wir noch Menschen wie den damaligen Generalstaatsanwalt Nellmann oder Richard Schmid, gab auch andere, aber an die wird erst in diesen Jahren wieder erinnert. Damals war das nicht so. Das heißt, für mich war das hochinteressant, das zu sehen, wie sich das hier entwickelt. Zweiter Punkt, warum ich mich freue, dass das gerade hier ist. Sie sehen hier in Tübingen, gibt es sehr viele Menschenrechtsaktivisten, die Staatsterrorismus nicht nur geschichtlich sehen, sondern ob nun Syrien, ob Irak, ob andere Länder, ob Saudi-Arabien immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und dafür danke ich ganz herzlich. Und liebe Frau Bürgermeisterin, Sie haben ja im Wildermuth-Gymnasium auch eine Schule, die jedes Jahr besonders gesellschaftspolitisch und sozial engagierten Schülerinnen oder Schülern den Elisabeth-Käsemann-Preis verleiht, weil Elisabeth Käsemann ins Wildermuth-Gymnasium gegangen ist. Ich finde, das ist auch ein Dank und ein Lob wert. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen sollte. Mich hat die Erfahrung in den 50er Jahren auch mit der Art und Weise des Umgangs der bundesrepublikanischen Justiz in dieser frühen Phase, ich darf nur den Beispielsfall, den entsetzlichen Bonhoeffer einfach nennen, der ja nun am 8. April 1945 standrechtlich erschossen wurde und die erschießenden Leute wurden vom Bundesgerichtshof, das ging rauf, runter, dann quasi als rechtsstaatliches Gericht eingeordnet. Es hat ja bis 1998 gedauert, bis die Rolle der deutschen Justiz in dieser Phase endlich vom Bundesgerichtshof, 5. Strafsenat, so bewertet wurde, wie sie das war. Und dann zum Zweiten kam natürlich hinzu, dass ich als Bundestagsabgeordnete nach 1973 sehr viel mit Chile zu tun hatte. Und das, was wir gerade über Argentinien gehört haben, hätten Sie in großen Teilen über Chile auch sagen können. Einschließlich des Versagens der deutschen Regierung, obwohl wir ja wirklich versucht haben, da was zu machen, hier sehr viel mehr zu helfen, als da geholfen wurde. Und ich war ja dann nun auch aktiv in der Koalition gegen Straflosigkeit. Und insofern war es, als ich da... Ja, das ist ein bisschen schwierig, gell? Insofern war es dann, als ich die Möglichkeit hatte, als Bundesministerin der Justiz nicht nur das römische Statut hier in die Ratifikation zu bringen. Da war eine Grundgesetzänderung damit verbunden, das war gar nicht so leicht und unsere Freunde, die Amerikaner, fanden das ja gar nicht so toll. Und dann gleichzeitig das deutsche Völkerstrafgesetzbuch zu machen, übrigens das wieder mit sehr viel Hilfe,
gerade engagierter Wissenschaftler in diesem Bereich, sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Das war natürlich eine, wie ich sage, der wirklich wichtigen politischen Aspekte, die ich machen konnte. Fritz Bauer, seine Außenseiterstelle, geht übrigens schon, ja, nein, sonst kommt es zu nah dran, geht so? Ja, kommt deswegen auch so besonders zum Ausdruck, weil er ja schon 1952 im Remo-Prozess als Generalstaatsanwalt in Braunschweig sehr deutlich juristisch und nicht allein politisch begründet hat, dass die Widerstandskämpfer des 20. Juli juristische Widerstandskämpfer waren und keine Landesverräter. Also er hat nicht erst in den 60er Jahren angefangen, sondern er war einer der großartigen Persönlichkeiten, von denen junge Juristinnen und Juristen lernen konnten. Das war wirklich sehr schön. Auf der anderen Seite aber auch, und jetzt höre ich auf, beschämend zu sehen, dass nicht einer, als er zu uns, zu den Studierenden nach Berlin kam, der damaligen Professoren oder auch aus den Landesjustizorganisationen gekommen ist, um den Generalstaatsanwalt in Hessen, wie sich das gehört, wenigstens die Höflichkeitsformen zu erweisen, auf die er Anspruch hat. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Däubler-Kmeling. Ich würde gerne switchen nach Mexiko jetzt. Zum einen hatten wir jetzt schon sowohl in den Ausführungen von Professor Rafecas Deutschland, Argentinien, gerade eben hatten wir noch Chile dazu. Mexiko stellt sich ja die Situation noch anders dar. Wir hatten es gerade die ganze Zeit von eindeutig staatlichen Verbrechen, von Staatsterrorismus war die Rede. In Mexiko haben wir aktuell eine sehr komplizierte, komplexe Gemengenlage. Wir haben staatliche Täter, Täter aus den Reihen der staatlichen Sicherheitskräfte, wir haben Täter aus den Reihen der organisierten Kriminalität und wir haben eine Straflosigkeit von 98%, die Aufklärung verhindert und auch sehr im Dunkeln lässt, wer denn jetzt wirklich wann Täter ist. Welche Rolle spielen in so einer komplexen Situation in Jetztzeit die internationalen Instrumente zum Menschenrechtsschutz? Für Sie ganz konkret. Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a agradecer a la Fundación Elizabeth Caseman por la invitación y por supuesto a la Universidad Tübingen y las instituciones que hoy nos convocan para reflexionar sobre temas de desaparición forzada como crímenes de lesa humanidad. Para el caso mexicano, como bien se comentaba, el contexto es diferente. Me parece que uno de los problemas actuales de México en torno a la desaparición forzada pasa por el hecho de que el Estado mexicano todavía no reconoce el problema, todavía lo niega, plantea deficiencias graves de impunidad, plantea problemas de atención adecuada a las víctimas y, por supuesto, una situación de anormalidad en el sistema de justicia penal que le impide generar justicia adecuada para las víctimas. Dentro de este panorama, me parece que México plantea una tipología distinta a las desapariciones forzadas de América Latina comparadas en perspectiva de dictaduras. México, como ustedes saben muy bien, ha pasado en los últimos las últimas dos décadas a un cambio político de una transición democrática que todavía no termina por consolidarse. A partir del año 2000 a la fecha, se ha planteado, sobre todo en los últimos años, una práctica generalizada de desaparición forzada que ha sido documentada por el sistema universal y por el sistema interamericano de derechos humanos. Y en esa perspectiva me parece que México tiene tres contextos que lo hacen diferentes dentro de la región. Primero, porque la primera vez que México fue condenado por una desaparición forzada por un organismo internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso Radilla.
El caso Radilla es el caso típico de desaparición forzada. Agentes del Estado, militares, desaparecen a una persona que se considera enemiga o opositora por razones políticas. Ese caso que ha sido condenado al Estado mexicano por el sistema interamericano revela, digamos, la concepción clásica de la desaparición. Sin embargo, a partir del cambio político del 2000 a la fecha, los casos de desaparición forzada no solamente tienen esta visión o esta concepción clásica en donde agentes del Estado o cómplices o colaboradores o con aquiescencia del Estado perpetran el delito, sino también existe esta modalidad de la delincuencia organizada. Y cuando se plantea el problema de la delincuencia organizada, el Estado es omiso en responsabilizarse de esas situaciones. Y aquí aparece el segundo caso en donde México ha sido condenado por una desaparición forzada, el caso Campo Algodonero, que internacionalmente se conoce como las muertes del de, feminicidio de Juárez. Y ahí la razón por la cual se le condena al Estado mexicano ya no radica en el hecho de que son agentes del Estado quienes perpetran la desaparición, sino que por situaciones de riesgo y de abandono de medidas de seguridad y de precaución frente a estos riesgos graves, el Estado mexicano es también responsable de esas situaciones de vulnerabilidad que provocan esa desaparición a un grupo vulnerable que en este caso eran mujeres trabajadoras de empresas maquiladoras. Y ahí comienza una nueva concepción de la desaparición en México, en virtud de que los perpetradores son personas particulares de delincuencia organizada que, bajo un contexto de Estado fallido, es decir, un Estado que es ausente en medidas de seguridad, un Estado que es ausente en medidas de prevención, que es ausente en asegurar las condiciones básicas para garantizar la vida y la integridad de ciertas poblaciones vulnerables, se dan situaciones de riesgo grave y real para producir este tipo de desapariciones. Y así comienza esta nueva etapa de contexto de desaparición con los casos internacionalmente más conocidos, pero que se multiplican en muchas zonas del territorio nacional, pero por citarlos solamente tendrán en la memoria dos referencias muy claras: los estudiantes, los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de San Fernando. El primer caso, en donde 43 estudiantes acudieron a protestar, a ejercer su derecho de protesta por ciertos servicios públicos de la educación, y que la delincuencia organizada, en complicidad con autoridades municipales, detienen, desaparecen y exterminan a unos estudiantes. Y en el otro caso, masacre de San Fernando, un grupo vulnerable que son migrantes de Centroamérica, que la delincuencia organizada los utiliza como objetos para un trabajo forzado y que, al no requerirlos, generan problemas de masacre masiva en ese sentido. Pero esos dos casos que me refiero son situaciones graves del Estado mexicano en donde se le pregunta qué dejó de hacer el Estado mexicano para que unos estudiantes o unos migrantes que estaban en tránsito tuvieran esos problemas de atentados de su seguridad y de su protección a su vida e integridad personal. Y ahí es donde me parece que el caso mexicano, lamentablemente, aporta un problema para una nueva categoría de desaparición forzada por omisión de Estado. Las dictaduras latinoamericanas, suele decirse en el ámbito internacional, que lamentablemente aportan el concepto de desaparición forzada en el ámbito del delito de lesa humanidad. Pues el caso mexicano, por ausencia del Estado fallido, plantea quizás un nuevo concepto de responsabilidad del Estado, en donde, aun cuando el Estado no lo es el perpetrador a través de sus agentes estatales, sí deja de hacer
muchas cosas que le corresponden y que de una u otra forma le exigen una responsabilidad internacional e incluso también puede ser penal. Entonces, creo que el caso mexicano, al margen de esta nueva modalidad o esta nueva contexto de desaparición, sin duda es el problema más grave en la agenda de los derechos humanos en México. Oficialmente se reconocen más de 26,000 personas en este periodo que se contabiliza en la guerra del narcotráfico, pero las cifras no oficiales hablan de más de 100,000. Es decir, hay una práctica, como lo ha dicho Naciones Unidas, generalizada y grave de desaparecidos en México, que sin embargo el Estado mexicano se niega a reconocer y que se niega a atender, porque el grado de impunidad del más del 98% de este crimen es una referencia pues prácticamente de inacceso a la justicia por parte de las víctimas. Pero además, la falta de una política de Estado que atienda de manera adecuada las diversas problemáticas sociales que conllevan de manera pluriofensiva este delito, pues también genera una situación de desatención o de desamparo para las víctimas de este delito en el caso mexicano. Herzlichen Dank, Professor Rio Vega. Sie haben direkt gerade eingeworfen, es gibt doch schon diese Verantwortung. Wären Sie so freundlich, das auch noch mal kurz auszuführen? Das, was wir gerade gehört haben von Ihnen, ist ja in der Tat eine ganz schreckliche Verletzung der Verpflichtung des Staates zum Schutz seiner Bürger. Und zu den Menschenrechtspflichten eines Staates gehört ja nicht nur die Anerkennung von Menschenrechten und die Tatsache, dass er sie selber befolgt, sondern er muss sie auch schützen. Das heißt, diese Schutzpflicht, die hier ständig verletzt wird, ist natürlich ein Riesenproblem, ist gar keine Frage. Wie man das international, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof, allerdings aufgreifen sollte, ist extrem schwierig. Extrem schwierig, aber ein ausgesprochen wichtiger Gedanke. Dem würde ich jetzt gerne noch kurz hinzufügen, dass ja in der Internationalen Konvention zum Schutz vor Verschwindenlassen genau dieser Gedanke eben auch aufgenommen worden ist, im Artikel 3, dass eben auch wenn private Akteure Personen verschwinden lassen, der Staat verpflichtet ist, Aufklärung zu betreiben. Zurück nach Argentinien nochmal. Sie sehen, wir machen hier gerade eine Zeitreise. Aber in Argentinien stellt sich gerade vielleicht auch die Frage, wie dauerhaft sind denn die Erfolge der letzten Jahre? Die Amnestiegesetze wurden gekippt, Sie haben vorhin explizit ausgeführt, welche Erfolge in Argentinien zur Verfolgung der Täter von Verbrechen geleistet worden sind. Jetzt hat der oberste Gerichtshof gerade in Argentinien entschieden, dass auch in Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit Hafterleichterungen wie bei anderen Verbrechen möglich sind. Ja, wie dauerhaft und stabil sind die Erfolge hin zur Aufklärung und Gerechtigkeit in Ihrem Land? Bueno, sí, efectivamente. La composición de la Corte Suprema de Justicia en Argentina sufrió algunas modificaciones previsibles y normales y naturales a partir de la edad de algunos de los integrantes, y con una nueva composición, en un fallo dividido, 3 votos por la mayoría y 2 por la minoría, y la Corte Suprema de mi país, muy recientemente, a principios de mayo, decidió una aplicación sorpresiva de una legislación relacionada con el periodo de la ejecución de la pena, que se había sancionado en el año 2001 y se derogó al año siguiente o a los 2 años, que respondía a una situación de grave crisis
del sistema penitenciario de aquel entonces, en el marco de una grave crisis económica y social y política de mi país en ese momento. Bueno, entonces lo que hizo la Corte en 2015 fue, en mayo pasado, a partir de pedidos al efecto de las defensas, en un caso decidió que esa legislación transitoria y que había sido derogada, relacionada con el cumplimiento de la ejecución de la pena, debía aplicarse también para los procesos de lesa humanidad. Esa legislación lo que establecía era que después de los 2 años de cumplimiento de pena, por cada día de detención deben computarse 2. Por lo que ponía en perspectiva el acortamiento posible y masivo de todas las condenas a las cuales yo hice referencia en el mediano plazo. Lo que vino después, lo que sucedió después de ese fallo, fue asombroso, fue inesperado y fue pocas veces en la historia de la política en mi país, en los últimos 30 años, hubo un mensaje tan claro y tan contundente de la sociedad. Millones de personas salieron a la calle a protestar. Y los invito a que por internet vean, busquen las imágenes y los videos de las protestas en mi país del 10 de mayo del 2017. Los invito a que lo vean. Solamente con ver esas imágenes ustedes van a entender todo lo que yo dije acá. En mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, de modo absolutamente espontáneo e inesperado, se reunieron 500.000 personas. Todas llevaban pañuelos blancos como distinción, en representación de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. No hubo aprovechamiento político, no había partidos, no había consignas proselitistas. Eran ciudadanos y ciudadanas de a pie, la gran mayoría de ellos jóvenes, que fueron allí a protestar públicamente contra esta decisión a contramano de esta equivocación, en todo caso posiblemente, de la mayoría de la Corte. Paralelamente a esta manifestación pública, el Parlamento argentino, que es absolutamente heterogéneo y que tiene una enorme representatividad de muchos pequeños partidos y representantes de todo el país, las dos cámaras, diputados y senadores, por unanimidad sancionaron muy rápidamente una ley que vino a reparar esa fisura, si se quiere, en el programa legislativo argentino y a, de alguna manera, cerrar la discusión y evitar la aplicación, una suerte de ley aclaratoria por la cual se estableció que aquella legislación del 2001 no era de ningún modo aplicable a los procesos actuales de lesa humanidad. De modo tal de que la reacción de la sociedad democrática de mi país frente al fallo, que te agradezco, Cristín, que hayas mencionado, nos dejó a todos absolutamente sorprendidos y maravillados. No estaba en la mente ni siquiera de los más optimistas con relación a esto, y mi impresión personal es que esos millones de personas que salieron públicamente a defender estos procesos de memoria, de verdad y justicia, como si fueran sus propios familiares los que estuvieran allí involucrados, fue uno de los momentos más emocionantes para mí, para mi carrera profesional, porque yo entendí que en esa marcha fue la cosecha de los 15 años
de lucha de los últimos 15 años de lucha y más extendido en el tiempo de los 40 años de lucha de las madres y de las abuelas y los organismos de derechos humanos por lograr estos objetivos de memoria, verdad y justicia. Ganz herzlichen Dank, Professor Rafekas. Ich fand es sehr beeindruckend, vorhin schon in Ihren Ausführungen, dass Sie immer wieder auf die Zivilgesellschaft, auf die Angehörigen der Opfer, auf die Familienorganisationen zu sprechen gekommen sind und deren wichtige Bedeutung in diesem ganzen Prozess geschildert haben. Ja, zurück zu den praktischen Herausforderungen der alltäglichen Arbeit. Oberstaatsanwalt Rommel, vor welchen praktischen Herausforderungen stehen Sie denn in der internationalen Zusammenarbeit? Wir haben jetzt hier ganz unterschiedliche Aspekte schon gehört. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Sie unter anderem in Argentinien recherchiert haben, in der Einwanderungsbehörde. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ausführen, vor welchen Herausforderungen Sie in Ihrer internationalen Arbeit stehen. Ja, die Bundesrepublik Deutschland hatte sich ja ganz anders entschieden, als das die Alliierten vorgegeben hatten. Die Alliierten hatten nachträglich Gesetze erlassen, die zugeschnitten waren auf die Straftaten der Nationalsozialisten und sie hatten spezielle Gerichtshöfe eingerichtet, der bekannteste, der internationale in Nürnberg und später die Militärstrafgerichtshöfe der Besatzungsmächte. Und die Bundesrepublik ist genau den umgekehrten Weg gegangen. Sie hat kein neues Gesetz gemacht, sondern wendet das alte Reichsstrafgesetzbuch an und sie hat auch keine besonderen Organisationen mit der Verfolgung betraut, sondern auf ihre dezentrale Struktur der Justiz gesetzt. Das hat zu großen Schwierigkeiten geführt, einmal materiell, weil das Strafgesetzbuch schlicht nicht zugeschnitten ist auf Massenverbrechen, die der Staat organisiert. Und institutionell hat sich eine große Lücke gezeigt, denn die Gerichte und Staatsanwaltschaften bearbeiten Fälle, die bei ihnen begangen werden oder wenn der Beschuldigte vor Ort wohnt. Und wenn Sie sich mal die Landkarte vorstellen, der schmale Streifen Bundesrepublik nach dem Krieg und dann die Tatorte der großen Verbrechen alle außerhalb. Und um diese Lücke zu überbrücken, hat man die zentrale Stelle in Ludwigsburg geschaffen, mit einer sehr komplizierten Struktur, keinen Befugnissen und natürlich zu wenig Personal, um die ganzen Sachen aufzuarbeiten. Trotzdem versuchen wir, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften vorzubereiten und das tun wir natürlich auch international. Wir müssen die Verbrechen der Nationalsozialisten wie in jedem anderen Strafprozess mit den üblichen Beweismitteln nachweisen. Wenn wir die Tatorte anschauen wollen oder wenn wir viele Dokumente brauchen oder für Zeugenaussagen, brauchen wir die Hilfe des Auslands, vor allem natürlich Osteuropas. Da war es über Jahrzehnte sehr schwierig, vor allem aber auch von bundesdeutscher Seite eine Zusammenarbeit herzustellen. Also die Bundesregierung hat jahrzehntelang die Zusammenarbeit verweigert. Ja, und wenn Sie eines Täters habhaft werden sollen, dann brauchen Sie auch wieder die internationale Zusammenarbeit beim Aufspüren und spätestens bei der Auslieferung. Und auch hier wird es wieder politisch, und zwar auf beiden Seiten der Partner. Sie wissen, dass die Bundesregierung nicht in allen Fällen aktiv die Auslieferung betrieben hat. Sie haben vielleicht Eichmann als Fall vor Augen. Aber auch die Partnerstaaten zum Teil äußerst zurückhaltend waren im arabischen Raum oder auch in Südamerika, zum Teil mit juristischen Argumenten, die Tat sei verjährt, aber eben auch mit politischen Rücksichtnahmen. Und dieser Gemengelage versuchen wir bis heute zu ermitteln. In Südamerika hat sich allerdings die Situation deutlich verbessert. Seit einigen Jahren versuchen wir dort deutsche Auswanderer aufzuspüren. Und wenn wir erstmal erklärt haben, was wir eigentlich genau wollen und was wir brauchen, erfahren wir große Unterstützung von den Kollegen, beispielsweise in Argentinien. Also ich war letzten April in Buenos Aires und wir haben einfach die alten Unterlagen durchgesehen und nach Deutschen gesucht, die mit bestimmten Reisedokumenten oder auf bestimmten Reiserouten nach Südamerika geflohen sind, um dort unterzutauchen. Ganz herzlichen Dank.
Eine kurze Ankündigung. Wir haben gleich ein Übersetzungsproblem, sprich unsere Dolmetscherin, bei der ich mich aber hier schon mal ganz, ganz herzlich bedanken möchte, die muss nämlich gleich gehen. Deswegen würde ich jetzt gerne unsere beiden lateinamerikanischen Gäste bitten, noch vielleicht kurz zwei Worte zu sagen, was sie uns mit auf den Weg geben wollen, aus ihrer Perspektive heraus. Wo sehen Sie die internationale Gemeinschaft, auch die internationale Zivilgesellschaft in der Pflicht für die Zukunft? Und diese beiden Fragen würde ich dann anschließen, dann kann die Dolmetscherin einfach gehen und dann können unsere beiden deutschen Experten hier auf dem Podium dazu auch noch Stellung beziehen. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne und würde gerne noch mal kurz nach Mexiko weitergeben. Bien. Yo quisiera concluir a propósito del planteamiento que se genera sobre la comunidad internacional, sobre este problema común en materia de derechos humanos, que para el caso mexicano es muy importante la influencia y la presión de la comunidad internacional para que el Estado mexicano no solamente reconozca el problema, sino plantee una política de Estado adecuada. Hoy en día, en México se está discutiendo la Ley General de Desaparición Forzada. Hoy en día existe hay un movimiento más organizado de sociedad civil, sobre todo de familiares, de madres, de esposas, de hijas de desaparecidos que exigen justicia. Y hoy en día estamos transitando en términos de sociedad democrática a un mayor reclamo de transparencia, de justicia y, por supuesto, de persecución adecuada de este crimen de lesa humanidad. Por eso creo que estos foros son importantes en la medida en que puedan no solamente reflexionar como problemas comunes, como una agenda internacional que a todos nos debe de involucrar, sino sobre todo de que existan modelos de trabajo en México que permitan atender adecuadamente esta problemática. En mi estado, como lo comentaba, yo llevo 5 años trabajando con grupo de familias, llevo 5 años trabajando con el gobierno local, con Naciones Unidas, para implementar en el ámbito local todas y cada una de las recomendaciones internacionales que Naciones Unidas o el sistema interamericano plantean para el caso de desaparición forzada. Y hemos generado una agenda de trabajo, de diálogo, de reflexión, y por supuesto de consenso y de desacuerdos también para desarrollar las leyes que se requieren para atender esta problemática, la política de atención social que se requiere para los familiares. Estamos haciendo, por ejemplo, una consultoría con expertos colombianos para fortalecer las necesidades que se tienen en términos de investigación y persecución de este delito, y toda la ayuda, en este caso, de experiencias internacionales, de expertise internacional, pues son esencialmente bienvenidas para poder generar estos modelos de trabajo y pues tener una referencia adecuada para las víctimas y los familiares en ese sentido. Por eso yo creo que si bien el Estado mexicano en términos generales, y como mexicano lo digo, me avergüenza que todavía mi estado no reconozca la gravedad del problema. También es cierto que hay mucha sociedad organizada en México, familiares y muchas gentes interesadas en que este tema prácticamente se coloque como una agenda prioritaria para el Estado mexicano. Ganz herzlichen Dank, Professor Rivas Vega. Und auch hier spielt die nationale wie die internationale Zivilgesellschaft, die Opferverbände wieder eine ganz wichtige, eine Schlüsselrolle. Professor Rafekas, ich darf Ihnen jetzt nur noch einen Satz geben, damit dann unsere Übersetzerin, unsere Dolmetscherin mit fliegenden Fahnen hier den Saal verlassen kann. Ich möchte mich bei ihr schon mal jetzt bedanken. Ich bitte um Applaus für Frau Davila, ohne die diese Art der Kommunikation heute eben überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Aber nur noch für Sie ein Schluss.
Bueno, sí, muchas gracias por esta última oportunidad de transmitir. Una última, sí, me gustaría compartir un pensamiento más con relación a nuestra experiencia. Quisiera compartir otra enseñanza personal que tuve en estos procesos, absolutamente inesperada también, que es lo siguiente. Sabíamos como jueces, a lo largo de estos 13 años de trabajo, de contacto permanente con las víctimas, también con los victimarios, yendo a los lugares del terror, reconstruyendo estos sucesos aberrantes, sabíamos que trabajábamos en pos de proveer a las víctimas y a la sociedad y al mundo, verdad. Sabíamos que estábamos proveyendo justicia, sabemos que contribuimos a procesos de memoria más amplios, pero hubo algo más que personalmente yo no me lo esperaba, que es lo siguiente: me pasó una y otra y otra y otra vez y me sigue pasando. Cuando las víctimas de torturas, de secuestros, de abusos sexuales, los familiares que han perdido sus seres queridos, aquí tenemos familiares de seres queridos perdidos en la dictadura, toman noticia de que los torturadores, los perpetradores de estos crímenes, han sido arrestados por la justicia penal y han sido colocados en el banquillo de los acusados y han sido juzgados, por ejemplo, y condenados. Esto ha sido el descubrimiento, para mí personal, ha sido que, y me lo han dicho las víctimas, de que no ha habido otra vía de reparación como víctima, moral y material, más contundente que estos procesos. Estos procesos judiciales, además de proporcionar verdad, justicia y memoria, también han sido una dosis determinante de reparación moral y material de las víctimas, por una cuestión que trasciende el derecho y que es absolutamente entendible para cualquiera de nosotros. Estos procesos han venido sencillamente a colocar a las víctimas en el lugar de las víctimas y a los victimarios en el lugar de los victimarios. Y esta cuestión tan básica ha sido absolutamente determinante y fundamental para el reconocimiento judicial como víctimas de todos los que han sido perseguidos durante la dictadura, y ha dejado, por ejemplo, a las estrategias de reparación económica que a veces ensayan los estados como una suerte de sucedáneo de reparación en una escala absolutamente menor frente a lo que ha significado la reparación moral y material que trajeron aparejados los juicios criminales en nuestro país. Muchas gracias. Sie haben jetzt nochmal einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, die Frage der Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, die Würde der Opfer, alles an seinen Platz zu stellen, die Täter strafrechtlich zu verfolgen. Im Fall von Deutschland sind die Täter wesentlich älter, die Dauer, über die wir sprechen, die Vergangenheit ist wesentlich länger. Was heißt das für Sie in Ihrer Arbeit? Ist das noch ein Ansatz, der nach wie vor gültig ist? Oder was würden Sie uns hiermit auf den Weg geben? Ja, die zentrale Stelle und die Staatsanwaltschaften und Gerichte in Deutschland ermitteln heute ja immer noch wegen der Verbrechen im Dritten Reich, 70 Jahre nach Kriegsende. Und die Beteiligten sind
damals sehr jung gewesen und sind heute sehr alt, 90 Jahre und älter. Der Gesetzgeber hat aber bewusst nach einem mühsamen Prozess entschieden, dass Mord nicht verjähren soll. Und er hatte gerade diese Verbrechen im Blick. Und daraus gewinnen natürlich auch die heutigen Prozesse noch ihren Sinn. Entscheidend ist, glaube ich, nicht die Freiheitsstrafe, die eventuell am Ende herauskommt, sondern dass sich der Staat mit seiner Justiz diesen staatlichen Verbrechen annimmt und in einem förmlichen Verfahren aufklärt, was passiert ist. Beteiligt sind beide Seiten. Beide können zu Wort kommen, der Angeklagte genauso wie die Opfer und ihre Angehörigen, und sie können sich aktiv als Nebenkläger an diesem Prozess beteiligen. Und wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann wird eben das Verbrechen auch heute noch als Unrecht gekennzeichnet. Und es wird bestimmt, welchen Anteil der Einzelne daran zu verantworten hat. Das scheint mir das Entscheidende, auch letztlich für die internationale Ebene zu sein. Die Arbeit muss immer vor Ort gemacht werden, aber was die internationale Gemeinschaft leisten kann, ist eben den Gedanken aufrechtzuerhalten, dass sich keiner seiner Verantwortung entziehen darf, auch wenn er die Verbrechen im Namen des Staates begeht. Ganz herzlichen Dank, Oberstaatsanwalt Rommel. Frau Professor Deubler-Gmelin, darf ich Sie auch noch um ein Schlusswort bitten? Vielleicht zum einen, was Sie uns mitgeben möchten, hier auch den Veranstaltern. Es ging darum, was heißt das für die Zukunft, wo müssen wir als Zivilgesellschaft, wo müssen wir als Akteure in Deutschland, an welchen Schrauben müssen wir weiter drehen, damit es Fortschritte gibt. Und ich hatte die ganze Zeit noch so etwas im Hinterkopf, die Erfahrungen hier in Deutschland, in Stuttgart und der erste Prozess auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuches wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo. Entschuldigung. Und auf Basis dieser Erfahrung, was... Ja, nein, das ist in der Tat, ich darf jetzt gerade mit dem anfangen, was Sie gesagt haben. Schauen Sie, wir haben mit dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch ja erreichen wollen, und auch festgeschrieben, dass das, was der internationale Strafgerichtshof macht, das heißt, diese drei und hoffentlich bald vier Menschheitsverbrechen zu verfolgen, dass das auch vor deutschen Gerichten genauso gemacht wird wie vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das ist gut, weil wir der Meinung sind, wir sind ein Rechtsstaat, wir können das selber. Und das Völkerstrafgesetzbuch hat in der Tat auch eine ganze Reihe von Nachahmungen in anderen Ländern gefunden, was extrem wichtig ist, weil der internationale Strafgerichtshof immer nur ganz wenig Fälle machen kann, sonst ist er völlig überfordert. Von daher gesehen ist das vernünftig, aber dass die ersten Prozesse, die ja beim Oberlandesgericht zunächst anfangen und dann, wie gesagt, auch noch in eine zweite Instanz gehen können, dass es da noch große Probleme geben kann, das ist völlig klar. Leider ist es auch so, dass Sie natürlich die Beweise einer Tat im Ausland sehr viel schwerer herstellen können. Und das gilt natürlich für Prozesse, die in Stuttgart laufen, wo sich die Richter wirklich große Mühe gegeben haben. Und auch die Abteilung beim Generalbundesanwalt, die ja dafür hier spezialisiert ist, dass die sich dann natürlich vergleichbar schwer tun wie der internationale Strafgerichtshof, das leuchtet ein. Weil sie einfach nicht darunter gehen können und sagen, jetzt holen wir uns diesen Zeugen, sondern sie sind auf eine Kooperation angewiesen und es funktioniert im Moment noch nicht so toll. Da gibt es noch die eine oder andere Sache, die man verbessern kann, aber ich denke, das kann man auch tun und das sollte man auch tun. Da erwarten wir auch in der Auswertung der Prozesse, wenn es geht, eine ganze Reihe von nützlichen Hinweisen, was man da verbessern könnte. Was ich aber sehr gerne auch nochmal unterstreichen möchte, ist, dass die transitionelle Justiz, wie man sie ja nennt, in den verschiedenen Ländern zwar nach einheitlichen Kriterien vorgeht, nämlich ein Verbot der Straflosigkeit und das, was Herr Rommel gerade sagte, vielen Dank übrigens auch für Ihre Arbeit, ich finde die toll, muss ich wirklich sagen, dass die Menschheitsverbrechen gerade auch von den mächtigen
dass die verfolgt werden müssen, auch dann, wenn in ihren an sich zuständigen Ländern niemand dran denkt, sie zu verfolgen, dass das gesehen werden muss. Wir können da auch lernen von dem, was Argentinien machte oder was die chilenische Justiz macht oder von den Erfahrungen in Peru. Da gibt es mittlerweile ja auch zentrale Stellen, die das sammeln und wo man das abrufen kann. Das ist extrem wichtig. Und das Zweite, was ich sehr gerne hätte, ist, manchmal schleicht sich so ein, wenn man über die Schwierigkeiten des Internationalen Strafgerichtshofs oder auch der internationalen Strafgerichtsprozesse, die hier in Stuttgart berichtet, dass man sagt, oh, das hat doch alles sowieso keinen Wert. Und die Amerikaner boykottieren es, das ist wahr. Die Russen boykottieren es, das ist auch wahr. Die Chinesen sind noch nicht dabei, stimmt auch. Die Inder sind auch noch nicht dabei, ist auch wahr. Deswegen hat das alles keinen Wert. Das ist ganz falsch. Ich denke, dass man nicht nur mit Geduld, sondern sehr deutlich sehen muss, dass man hier jetzt Maßstäbe, auf Deutsch Benchmarks hat, die für die nationalen, sagen wir mal, Justizen maßstäblich sind. Und Sie können den Einfluss auch in Kolumbien sehen. Man kann ihn verfolgen in den einzelnen Ländern. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn man sich hier drum kümmert, dass man das, was man zweifellos auch verbessern kann, dann auch angibt, aber dass man diese Art der internationalen Justizzusammenarbeit tatsächlich unterstützt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wunderbares Schlusswort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Grupo Saal spielt jetzt nochmal für uns ein Stück und Frau Weidbrecht verabschiedet uns dann anschließend. Und hier nochmal ein herzliches Dank an die Teilnehmenden auf dem Podium. Und ich will auch unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für diese Einladung. Ich will auch unsere Freude zum Ausdruck bringen, diesen Rahmen musikalisch beitragen zu können. Wir machen einen Sprung über den Ozean und singen nur ein Lied von dem Katalanen Juan Manuel Serrat. Ein Liebeslied an das Mittelmeer, ein Thema auch großer Aktualität. Mediterráneo, so heißt es. Das ist der Titel in Spanisch. Esa mar que mi niñez sigue jugando en tu playa. En tu río tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera. Piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Me han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la pareja, hey, mujer,
cada mar mi barca con un levante otoñal y dejarte el temporal después de sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la penista. Cerca del mar en Marbella nacerá el Mediterráneo, nacerá el Mediterráneo, nacerá el Mediterráneo. Also zunächst nochmal ganz herzlichen Dank an die Podiumsgäste, an das Podium. Sie können sicher sein, dass die Kontakte weitergeführt werden. Die Diskussion wird weitergeführt an anderen Orten. Wir werden versuchen, das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Das ist nur die äußere Fläche, die Sie jetzt gesehen haben. Das geht in der Tiefe weiter. Und insofern hoffe ich, dass wir wirklich was dazu beitragen können, die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und wissenschaftlichen Entwicklungen in dem Bereich weiterzuentwickeln. Ich möchte jetzt auch nochmal ganz herzlich der Gruppo Sal danken für ihren Beitrag. Ein wichtiger Grundton zu so einer Veranstaltung, der auch dazu gehört und der einem das Gehörte nochmal in die richtigen Regionen verlagern lässt vielleicht. Und natürlich auch an Sie nochmal herzlichen Dank für Ihre Konzentration, für Ihr Interesse an so einem doch relativ komplexen Thema. Ich hoffe, wir konnten es vermitteln. Wir haben ja tolle Referenten, die wirklich auch aus ihrer Arbeit, aus der praktischen Arbeit berichten konnten. Und ich hoffe auch, dass Sie Erkenntnisse mit nach Hause nehmen über die tolle Arbeit, die internationale Arbeit der Justiz und unserer Juristen. Dankeschön. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es jetzt einen kleinen Empfang für die Podiumsmitwirkenden und für einige geladene Gäste gibt. Im kleinen Senat. Danke.